Moin, herzlich willkommen und Weidmannsheil zu einem neuen YouTube-Video von mir. Und bevor ihr mich jetzt gleich eine halbe Stunde schön auf der Jagd begleiten dürft, einmal eine ganz neue und tolle Botschaft. Und zwar, ich habe mir mal meine Videos angeschaut, die Anzahl der Videos. 113 sind mittlerweile auf Hand on Demand, 123 auf YouTube, 16 Millionen Kanalaufrufe. Und das hatte zur Folge, dass ich vor ein paar Tagen aus dem Staunen gar nicht rauskam, 50.000 YouTube-Abonnenten. Was ist das für eine kranke Zahl? Vielen Dank da an alle, die mir da geholfen haben, an alle, die jetzt auch wieder eingeschaltet haben, mich jeden Tag, jede Woche auf Instagram, auf YouTube, auf Hand on Demand zu begleiten. Und daher nun ein großes, neues Video auf YouTube für euch. Also, Weidmannsheil und nochmal vielen Dank. Wütende Hitze, staubige Landschaften und ein großer Reifherabschlag am Rande des Einstandes. Fraß- und Liegestellen so weit wie das Auge reicht. Ein ständiger Sauneinstand, der an diesem Tag kleiner und kleiner und kleiner wird. Unter anderem habe ich mal probiert, mit Sitzen zu schießen. Wenn du daneben stehst, hast du ja oben das Mikro dran. Und dann würde ich sagen. Ja, was ich. Das schon fix. Du siehst mich, ja, dann du siehst alles. Okay, also sehen auch alle mich. Du siehst auch Hermann, weil Hermann ist rechts von dir. Ja. Die siehst du ja doch. Ja. Und ja, das sind ich. Wille plus Waffe. Los geht's. Erste Erntejagd 2022. Mal sehen, wie es geht. Ihr könnt jetzt eigentlich schon runterfahren zum Raps. Die Kante, die ich euch gezeigt habe. Und dann könnt ihr gucken, wo der Dreschheimer ist. Wenn ihr Beete macht, dann könnt ihr euch auch in die Beete stellen, damit ihr einmal in die Beete gucken könnt. Mhm. Aber halt nur aus dem Raps rausschießen. Und okay. Wegen dem Rotwild schreibe ich euch gleich nochmal. Ja. Und sauen alles aus der Fülle machen. Okay. Und dann je nachdem, also dann wird ihr das ja hier so weghäckseln. Genau, dann könnt ihr euch eigentlich immer mitfahren. Ihr müsst dann gucken mit Sicherheit. Also ja. mit den Zügen, mit den Treckern. Okay. Und den anderen Schützen, die seht ihr aber alle, weil wir haben alle dick Ja.
und keine Füchse, aber sonst alles am Radbild. Ja. Und dann gucken wir mal. Top. Was halt, ich komme gleich nochmal da vorbei. Ja. Flaschen habt ihr alles? Flaschen haben wir. Danke. Ja, liebe Jagdfreunde, es ist wieder soweit, die Erntejagd geht los. Normalerweise ist es immer der Herbst und wir freuen uns wahnsinnig auf diese Wochen im Herbst zur Maisernte. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen früher, wir stehen das erste Mal mit am Raps an. Ich kenne es, viele Sauen sind meistens drin, zumindest bei großen Schlägen. Sie fänden unglaublich gute Dickung und auch Fressen und es ist eine wahnsinnig spannende Angelegenheit. Bei diesem Wetter, bei Tage, den Sauen nachzustellen, was will man mehr? Die Spannung ist wie immer jedes Mal da. Und heute sind wir der Einladung von Feld und Jagd gefolgt und wir stehen jetzt mit 5-6 Leuten um einen wirklich großen Schlag. Ich glaube 28 Hektar waren es, also wirklich reichlich. Wir haben wahnsinnig viel Schaden schon drin und so wie das klingt, werden auch welche drin sein. Jetzt heißt es für uns erstmal aufbauen auf dem Pickup. Wir wollen ja alle wieder erhöht stehen und dann bin ich wahnsinnig gespannt, was heute so passiert. Ja, bei der Erntejagd geht es natürlich auch viel um Sicherheit. Daher muss jeder ja was Rotes anhaben und auch erhöht stehen. Aber ich als Schütze muss mir halt auch immer vorher Gedanken machen, wo ich nicht hin schießen kann. Es ist wirklich immer viel rumherum. Wir haben hier mehrere Erntefahrzeuge, einmal den Häcksler, dann die ganzen Wagen, wo das Saatgut reinkommt. Dann noch der Landwirt, der selber mit seinem Auto dasteht. Die verschiedenen Schützen auf ihren Drückjagdböcken. Und eben verschiedene Wege, wo auch Spaziergänger lang gehen können. Und gerade das ist ganz wichtig, vorher zu wissen, wenn man eine Einladung bekommt, auch danach zu fragen. Wir wissen in dem Fall ganz gut, wo wir hier schießen können. Gott sei Dank wenig Zuschauer, beziehungsweise jetzt gerade gar keine. Das hilft auch mal. Und wir können nach oben hin sehr gut Wildschweine beschießen, aber auch nach unten hin. Die Entfernungen werden jetzt immer geringer, weil auch der Rapschlag immer kleiner wird. Und werden immer weiter mit dem Auto Richtung Raps rücken, damit wir an der Rapskante dran stehen und vom Raps wegschießen können. So gefährden wir auch keine anderen Personen. Und das gelingt uns hier allen, glaube ich, ganz gut. Ja, und ansonsten, 5 Kugeln habe ich im Lauf. Ob man sie braucht, das weiß man nie, aber zur Sicherheit ist es immer gut, volles Magazin zu haben. Ich habe auf meiner Ablage haben wir neben unserem Kamera-Equipment auch noch weitere Patronen liegen, damit wir eventuell schnell nachladen können. Man weiß ja nie, was passiert, aber bei unserer Hirsejagd zum Beispiel, da haben wir es gesehen, damals auf jeden Fall gebraucht. Genau, und jetzt warten wir nochmal geduldig ab. Die ersten Sauen wurden ja schon gesehen. Es kommt näher und näher der Häcksler und wir rücken erstmal gleich nochmal weiter vor.
So, also der Häckslerfahrer, der macht immer so 50 Meter Reihen von unten, weil er dann einfach besser wenden kann. Und in diesen Reihen hat ein Schütze, der da hinten hat schon gesehen, dass Sauen definitiv drin sind. Die sind von einem jetzt wieder in den großen Schlag rein. Also es ist wahnsinnig spannend. Sauen sind hundertprozentig drin. Soll eine gute Rotte gewesen sein. Ja, mal gucken, wo sie kommen und wann sie kommen. Das weiß man halt nie bei so großen Schlägen. Die können jetzt rausgehen, wegen der Trockenheit. Das kann aber auch sein, wie beim Mais so ganz oft, dass sie wirklich bis zum Ende drin sind und du stehst hier 6 Stunden erstmal umsonst. Ja, wie das bei der Ernte ist, das zieht sich dann ganz schön. Man ringt so immer ein bisschen mit der Zeit, weil irgendwann kommt auch die Dämmerung und dann wird es immer schwieriger mit uns. Aber es sind nochmal also Sauen bestätigt worden. Wie gesagt, er holt immer so 50 Meter rein weg und das heißt, es bleibt immer ein kleines Stück übrig, ein Streifen und den schneidet er dann weg und da sind gerade Sauen wieder. 3 große, 2 Überläufer und ein paar kleine Frischlinge wieder in den großen Stack zu uns rein. Also die Sauen sind definitiv auf den Läufen und werden auch schon ein bisschen aufgewühlt jetzt. Es bleibt spannend, vor allem auch mit der Zeit, ob das jetzt alles noch passt mit der Helligkeit. So, wir stehen jetzt hier fast schon am Ende des Rapschlages und wir werden jetzt den Wagen weiter nach oben hinsetzen, damit wir einfach bessere Schussfeld bekommen und auch näher aneinander dran sind. So haben wir einfach bessere Chancen. Jetzt fahren wir nochmal 100 Meter hoch, maximal. Jo, von der Weite ist es gut, würde ich sagen. Ja, wir stehen jetzt hier schon 4 Stunden, glaube ich. 4 oder 5 Stunden. Ist schon lange. Aber so ist Ernte. Und gerade wenn man weiß, dass die Sauen drin sind und es irgendwo definitiv passen wird heute,
fast eine 100% Sache. Ja, wir haben zwar sogar Stühle mit, wo wir drauf sitzen ab und zu, aber lange hält es uns dann auch nicht auf den Beinen. Irgendwie steht man dann doch immer, um immer bereit zu sein. Ist mit einer der spannendsten Jagden. Vor allem, weil die Sauen ja jeden Moment rauskommen können. Also, das muss nicht sein in der letzten Reihe. Eben gerade sind ein paar Sauen nach hinten raus, standen auf dem Feld, auf dem Stoppel, sind dann aber wieder zurück, also super spannend. Es waren drei große und ein kleiner Frischling. Die laufen durch, gib Gas. Ja, die gehen nach rechts hinten durch. Die bleiben stehen, also kein Stress.
mehrere Kuscheln, weil das sind vier Kuscheln. Hinten ist eben der große Rotte weggegangen, wurde auch beschossen und vor uns raschelt das die ganze Zeit. Bye.